Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Magic. Heute dem Sturm trotzen. Und ja, ich weiß nicht, wie weit wir kommen in unserem weißen Deck. Eigentlich kann man es ja immer schaffen, wenn man gute Karten eben hat, ne? Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was da stand. Sorry, könnt ihr noch nachlesen. Und nur ein Mana auf der Hand. Ist nicht so optimal, aber ich probiere es trotzdem, weil wir den Champion hier haben. Etwas verhindert, dass du die Karte spielst. Äthersturm. Es können keine Kreaturzauber mehr gewirkt werden. Bezahle 4 Lebenspunkte, zerstöre den Äthersturm. Aha. Okay. Ich musste 4 Lebenspunkte bezahlen. Haha. Witzige Karte. Also, dass ich einfach geschwächt ins Spiel komme. Weiß nicht, ob man dafür extra dann die Karte hätte. Ah, oh, das macht er jetzt mehr. Okay, schwarz-blau. Und damit habe ich gerechnet. Dass wir jetzt kein Mana kriegen. Obwohl 40% unseres Decks eben Mana sind. Mal gucken. Oh. So schnell konnte ich da nicht raufklicken. Fuck. Damit haben wir unseren Dings verloren. Jetzt kriegen wir... Oh, wir haben unseren Champ verloren. Na gut, probieren wir es weiter. Echt beschissen. Okay, erstmal weiter abwarten. Können wir eh nicht angreifen. Das ist echt das Problem. Wenn man nicht genügend Mana auf der Hand hat... Und so weiter. Flieht man Runden. Der kann jetzt immer so einen Scheiß ausspielen. Lege Kreatur deiner Wahl oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Auch noch wieder geil. Das heißt, ich krieg nächste Runde nur wieder die Karte, die ich schon hatte. Das ist fies. Damit verliere ich Züge. Okay, das ist echt ein fieses Ding. Müssten wir eventuell vielleicht gleich nochmal neu starten. War eigentlich eine super Karte am Anfang, dass wir den Champion da hatten. Zu Beginn des Versorgungsmoments des Beherrschers des verzauberten Lands fügt ihr dem verfluchten Land einen Schadenspunkt zu. Yippie. Bom. Und jetzt kriegen wir auch keine weitere Mana mehr. Das ist doch ein bisschen beschissen. Ich glaube, das wird echt schwierig, das zu schaffen. Wenn ich jetzt mit dem angreife, kriegen wir wieder minus 1-1. Ich glaube, da müssen wir neu starten. Obwohl wir so gute Voraussetzungen eigentlich hatten, ne? Nur das Mana hat uns gefehlt. Und jetzt sind wir halt hier ziemlich in der Enge. Der Champ, der fehlt uns auch. Ich habe nichts zum Wiederbeleben. Ja. Hm. Okay. Aber das kann ich machen. Haha. Trottel. Mit allen angreifen. 4 Schaden. Dann sind wir schon mal wenigstens gleich auf. Ich denke mal, dass auch er keine spielen kann, oder? Nö, nee, es können keine Kreaturzauber mehr gewirkt werden. Na gut. Das heißt, er wird uns jetzt anders fertig machen. Vielleicht wird er seine Handkarten erstmal aufladen oder so. Keine Ahnung. Was wird er wieder machen? Vernichten. Ja, klar. Und es geht trotzdem. Also ich kann es nicht damit aufhalten. Ja, eine Kreatur hat minus 3-3. Der Typ ist ja gut, ey. Das ist ja ein Schweinehund. Jetzt 2 pro Runde Schaden. Konnte ich also nicht mit der Karte aufhalten. Schön. Auch nur noch... Das ist ja echt schlecht. Also so schlecht, dass das Deck gemixt ist. Kann ich nichts machen, ne? Jetzt 4 Schaden mit allen Angreifen. Bumm. Okay, gleich dann wieder 2 Schaden.
Na, dann mal gucken. Zumindest ist der hier wachsam, aber der spielt keine Monster aus. Bringe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja, und damit ist das Spiel für uns gelaufen. Also wir kriegen die jetzt nicht raus, wir müssen Mana opfern. Wir kriegen jetzt wir müssen jetzt eigentlich nur noch Mana kriegen, aber... Boing. Boing. 10 Punkte. Ein Land. Wenn ich das jetzt hier mache, habe ich nur noch 6. Na, mal gucken. Er noch. Na gut. Lebensverknüpfung wäre natürlich jetzt sehr gut, aber mit allen Angreifen wird er wahrscheinlich den jetzt wieder kaputt machen. Er hat keine Handkarten mehr. Okay, es wird eine knappe Runde. Da bin ich mal gespannt, ob wir das doch noch so ganz knapp schaffen. Sonst müssen wir das hier neu laden. Schon mal wieder 2 Schaden. Okay. Jetzt macht er mir wieder 2 Schaden. Okay. Damit hat er nur noch 6 und wir hätten nächste Runde genügend Angriffsmöglichkeiten, wenn er nicht jetzt hier irgendwas dazwischen funkt und mir Lebens... Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ah. Ja, spielen wir ihn aus. Ich hätte auch den hier ausspielen können. Nee, doch nicht, hätte ich nicht. Mit allen Angreifen. Okay. Haben wir das jetzt geschafft oder nicht? Okay, weiter. Bom. Und weiter. Bumm. Und weiter. Boing. Und weiter. Boing. Und weiter. Boing. Nochmal Boing. Und nochmal Boing. Und nochmal Boing. Alter Schwede. Doch geschafft. Avakyn, Engel der Hoffnung. Fliegend Wachsamkeit. Unzerstörbar. Andere bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. 8 Mana. Andere bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Selbst wenn die auf 0-0 sind, heißt das, dass sie nicht sterben können, oder? Oh, meine Güte, ist das eine coole Karte. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder gegen Elorens Dickicht. Macht's gut. Tschüss.